So, jetzt ist die Frage. Ich wüsste natürlich gerne, wer da im Uni-Dungeon verloren gegangen ist. Aber ich weiß nicht, ob das Uni-Dungeon vielleicht noch ein bisschen zu schwer für uns ist. Wir haben ja im La Rosa-Dungeon haben wir auch noch nicht den Boss und so gemacht. Auch noch nicht den Mini-Boss und so. Ich weiß nicht. Aber ich will wissen, wer da ist. Ich versuch's einfach nochmal und ich fange jetzt mal mit jemandem an, der schon ein bisschen besser aufgelevelt ist. Ich weiß nicht, ob Jonah so die beste Idee ist. Ich glaube, der Lasersäbel mit den Kettenblitzen ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Ja, ich fange auf Etage 1 an. Ich bin ja nicht verrückt. Obwohl, wenn ich auf Etage 3 angefangen hätte, vielleicht hätte ich dann eher die Person gefunden. Egal, wir gucken mal. I hope we weren't followed. Ja, hoffe ich auch. Ich habe nicht drüber nachgedacht, bis du es gesagt hast. Geld, 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 Ruhe! Wollt hier gerade gemütlich Geld aufsammeln? Okay, der Angriff macht auch die ganzen fliegenden Angriffe kaputt. Kann ich auch. Ich glaube, es ist zu kompliziert, wenn ich mir verschiedene Knöpfe merken muss. Ich mache einfach schwere Angriffe. So, ein Äther, Glas und... Was kriegen wir noch? Noch ein Äther, gut. Guck mir auch diesmal die ganze Ebene an. Vielleicht haben wir das ja letztes Mal nur übersehen. Künstleratelier. Darf ich dich malen? Nackt. Seven betrachtet die unfertigen Bilder und seufzt. Manchmal beneide ich Leute, die bildende Kunst machen. Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen. Verglichen mit Musik ist das alles so permanent. Ist doch beides schön. Solange es Leute berührt, muss es doch nicht permanent sein. Tanzen ist so vorübergehend. Wir stellen keine Tänze ins Museum. Es ist irgendwie seltsam, dass ein Bild von mir, wie ich tanze, 1000 Jahre länger Bestand hat als meine eigentlichen Bewegungen. Ah, das ist doch das Tolle dran. Stimmt. Tanzen ist wahrscheinlich die ultimative Kunstform des Hier und Jetzt. Und vielleicht die älteste. Maler und Bildhauer können ihre Museen behalten. Ich brauche sie nicht. Lieber würde ich etwas Schönes erschaffen, das den Leuten Trost spendet. Es muss gar nicht von Dauer sein. Wenn es Shakespeare genügt hat, die Massen zu unterhalten, dann genügt es mir auch. Jawohl, so gehört sich das. Er drückt kurz deine Hand, du spürst, wie er sich in seine Waffenform verwandelt. Ich möchte ihm was schenken? Nö. Der hat schon erst eine Kamera bekommen. Der kriegt sonst nichts. Aber ja, ist doch nichts Falsches dran, die Massen zu unterhalten. Solange irgendwer unterhalten ist, ist doch toll. Und freuen sich die Leute. So, was chillt hier noch? Ein Stift. Oh, viele Wege überall. Ach Gott, ist wieder einer von diesen Räumen. Aber ja, Sevens Angriff ist da sehr gut für.
Okay, so weit reicht in ihre Range nicht. Da wollte ich nicht reinlaufen. Da wollte ich reinlaufen. So, einen Schluck trinken im Ingame. Gut, oben geht's weiter. Ich möchte aber noch die anderen Räume durchgucken. Vielleicht kann ich auch irgendwo wieder ein bisschen Heilung mitnehmen. Hier zum Beispiel. So. Ja, gut, dann haben wir unsere Getränke auch wieder voll und das Leben auch. Wenn ich mich da reinstelle, werde ich gleich in den Kampfraum teleportiert. Das lasse ich mal. Vielleicht sollte ich auch bei Gelegenheit mal wieder in irgendwelche Shops gucken, weil ich habe jetzt so viel Geld. Dann kann ich mir lauter Sachen leisten. Und tue es gar nicht. Lass mich da rein. So. Sehr schön, das hat beide erwischt. Das finde ich sehr toll. Sonst noch irgendwer? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Au. Geld und Leben. Und Tape. Hier ist einiges los, aber ich habe den geilen Angriff. Schön. Und dafür gibt's Anleitung für Doppelgänger. Okay. Irgendeine Klamotte kann ich mir gerade nicht so recht vorstellen. Aber das kann ich mir bei den wenigsten von diesen Klamotten. Außer wenn die wieder heißen Anzug so und so. So, den Datingraum hebe ich mir mal noch auf für, wenn wir irgendwie Leben brauchen, weil der heilt ja auch ein bisschen. Ist auch noch eine Heilung. Merke ich mir bestimmt nicht, aber da wäre eine. Au. Die Hitboxen von den Umgebungsgegenständen sind manchmal auch echt weird. Ich habe einfach fast $500. Äther. Noch mehr Geld. Äther. Alles hier damit. Dann hole ich mir hier gleich die Heilung. Oh, die Kettenblitze sind auch so nice. Ziele, die ich nicht benutze. Geht's da oben noch irgendwo lang? Ja. Gott, das ist wieder einer von diesen Räumen. Warum? Wir sehen, wie du mit Druck klarkommst. Gar nicht. Spoiler Alert. Druck ist mein Nemesis. Meistens mache ich ihn mir selber. Aber in diesem Fall nicht. Die Teleporter machen mich wahnsinnig. Nein, danke, Zugabe brauche ich gerade keine. So,
Da ging es weiter. Ja, wir haben den Date-Raum noch nicht gemacht. Da backtracke ich gerade schnell nochmal. Und vielleicht geht es ja hinter dem auch noch irgendwo weiter. Lehrerzimmer, Kopierraum. Diese alten Tastaturen und Bildschirme sind ja pädagogisch wertvoll. Ich war ja nicht an der Uni und vielleicht verstehe ich es deshalb nicht, aber... Okay, möchtest du was schenken? Nee. Die Leute bezahlen Geld dafür, um dazu Zugang zu erhalten und sich selbst etwas beizubringen? Ja, so funktioniert das leider. Hm. Warum machen sie das einfach nicht von zu Hause aus, übers Internet? Ja. No idea. What? Ach ja? Sawyer hat mir erzählt, dass du studiert hast. Bereust du es? Ein bisschen, ja. Sowas hatte ich nicht, schwer zu erklären. Ist auch toll, dass man nicht Nein sagen kann. Na, ein bisschen. Hm. Mach dir keinen Kopf. Nicht alle Rätsel sind es wert, gelöst zu werden, oder? Wir sollten unsere Energie für etwas nutzen, was nützlicher ist. Finde ich auch. Mal, wie heißt... Das wird hier mega abgeschnitten. Universität von Verona, zweites Semester von 8. Sagt nicht mal die Stufe. Das soll es die Stufe sein, das Semester. Verstehe ich nicht ganz. Schauen wir mal, ob sich's gleich ändert. Wieder als drittes Semester. Ja, tatsächlich. Drittes Semester von 8. Okay, es gibt also 8 Stufen hier. Ist ganz witzig gemacht dann. Wir kämpfen uns hier also durch eine Uni-Ausbildung. Für die unter euch, die nicht an der Uni wären, genauso fühlt sich das an. Ah, jetzt haben wir auch schon die aufgelevelten Gegner. Der Tisch ist angeschmiert. Hier gibt es ganz viel Leben schon mal. Ein Kampfraum, den ich nicht machen will. Noch ein Kampfraum, den ich nicht machen will. Weg mit euch. Ihr habt bestimmt ganz verknickte Seiten. Schön. Ich finde es auch schön hilfreich, wie das immer so ganz kurz ein bisschen an dich ranzoomt, wenn du mit dem Raum fertig bist, weil dann weißt du besser, ob du halt wirklich fertig bist. So, Belohnung nehme ich mit. Geil. Und dann gehe ich einfach ganz dreist in die nächste Ebene runter. Wenn wir uns vielleicht wirklich bis zur 8 runterkämpfen müssen. Und ich mach mal mit 7 weiter, weil das einfach gut funktioniert gerade. Bist du die Uni-Professorin? Hallo, ich versuche hier gerade mit neuen Waffen zu reden. Dass diese Dinger durch Türen gehen können, finde ich ein bisschen assi. Ich rede hier gerade. So. Ist das auch eine Axt? Oder ist das eine... Ist irgendwie mit Eis überzogen jedenfalls. Ui. Der verzierte Hammer in deiner Hand erzittert und verwandelt sich. Ui, der sieht auch irgendwie nordisch aus. Mega cool. Nackisch. Und eine Lady. Ja, schick. Die Hammerfrau stöhnt frustriert. Hallo, du Hammerfrau. You've got to be kidding me. Stuck as a hammer again? Oh, again? You're not from the association, are you?
Association. Ich bin eine Kriegerin. Ich habe keine bösen Absichten. Ich habe keine bösen Absichten. If you say so. I was here minding my own business. Läufst also nur im Dungeon rum und hebst zum Spaß irgendwelche Waffen auf? Ja, ich hab dich gerettet hier. Sie beäugt dich argwöhnisch und seufzt dann. That was frustrating, but I guess it's not your fault. I really am glad I'm not stuck in hammer form. I should thank you. Irgendwie klingt ihre Stimme tiefer, als ich erwartet hätte. Irgendwie älter als gedacht. Do you want to come by my gym for a smoothie sometime? Gym, Smoothie, ich bin dabei. I'll let you know when I'm there, if you want to join me. Okay. Oh, by the way, I'm Leah Martillo. I'll text you. Maybe. Okay. Peinlich berührt eilt sie davon. Okay, also sie hat ein Sportstudio. Das ist also nicht die Uni-Professorin, die wir gesucht haben. Das ist irgendwer ganz anderes. Und die war anscheinend auch nicht beschädigt. Die hat ja einfach nur von sich aus gechillt. Auch mal was Neues. Ist aber auch ein cooles Design. Und auch von den Verwandlungssequenzen. Man sieht ziemlich deutlich, wer die DLC-Menschen sind. Weil ich habe ja ganz lange gewartet mit dem Aufnehmen von dem Spiel, weil es die ganze Zeit noch hieß, da kommt ein neues DLC mit neuen Waffen und so raus. Und sie ist eine vom DLC und Jonah war einer vom DLC auf jeden Fall. Und man, ich finde, wenn man sieht, es den Verwandlungssequenzen einfach ultra an, dass sie inzwischen wahrscheinlich mehr Geld und mehr Erfahrung haben, weil die einfach auch viel aufwendiger waren. Wir haben hier Ohrenschützer, Cowboy-Kostüm und Tarot-Deck. Okay. Ja, weil Jonah war ja mit seiner Welle am Surfen und so und alles. Und die anderen vom Basisspiel bisher, die hatten halt alles so eine kleine Sequenz, wo sie halt irgendwie einen Gegenstand aus dem Ärmel zaubern und sich einmal im Kreis drehen quasi. Und das war's. Die gingen auch gefühlt nur halb so lang. Eine Bratpfanne, okay. Aber finde ich cool. Coolen neuen Fancy-Animationen. Ich mag den Style sowieso sehr gerne von dem Spiel. Und wie die ganzen Leute auch alle aussehen und designt sind. Ich tue mir sowieso schwer, wenn es ums Malen und Designen von Charakteren, besonders von Menschen, geht. Ich käme ja gar nie auf so viele verschiedene Leute und Outfits und was weiß ich alles, und dann noch die Posen für jeden, die dann auch wieder dem Charakter entsprechend eigentlich ganz passend sind. Ja, da bin ich schon sehr beeindruckt. Finde ich sehr toll. So, dann geht's hier auch schon wieder weiter. Sehr schön. Ich behalte einfach Seven. Hier geht's mir tatsächlich mal nicht ums Aufleveln. Ich will einfach nur diese Person irgendwie noch finden. Oder wie viele wir hier noch finden, wenn wir jetzt hier schon jemanden gefunden haben, den wir gar nicht gesucht haben. Na, wir sind ja schon bei 5 von 8. Und wir haben auch unsere Wiederbelebung noch übrig. Da hoffe ich einfach mal, dass wir das hinkriegen. So, das Geld nehme ich noch mit. Und danach, entweder wenn wir es geschafft haben oder wenn wir komplett draufgegangen sind mal wieder, dann gehen wir auf jeden Fall mal wieder shoppen. Hey, die Stapler haben inzwischen auch ein Upgrade bekommen. Die sehen sehr fies aus. Das Leben, das nehme ich gerne. Da sind Geschenke, die nehme ich auch gerne. Schwarzer Nagellack. Brauchen wir vielleicht nicht, aber nehme ich trotzdem. So. Da geht's noch lang. Das ist so ein kleiner Innenhof auch einfach. Das erinnert mich wirklich sehr auch an meine Uni. Da hatten die auch sowas.
Einfach mitten in dem einen Gebäude dann noch so ein komischer kleiner Innenhof. Der halt auch voll dunkel war, weil das Gebäude halt auch viel mehrstöckig war und dann ist da eh kaum Licht reingefallen. Aber es gab einen Innenhof, wenn man einen gebraucht hat. Das Chill-Out-Area. Ich nehme mal die Sachen mit, aber sonst spare ich es mir mal noch. Oh, jetzt haben wir hier schon die goldenen Füller. Und Tische, die mehr aussehen wie Industriegrills. Grille, Grillen. Ah, das ist bestimmt irgendwie Prüfungsangst oder so, oder Versagensängste oder irgendwie was. Vor allem, wenn wir hier halt von den ganzen Sechsen immer angegriffen werden und alles. Oh, ich sehe, da oben gibt es noch Schätze. Auf der anderen Seite, wo ich nicht hinkomme, glaube ich. Oh, das ist gemein. Naja, wir werden hier noch genug Schätze finden. Irgendwann haben wir die eh alle voll. Dass wir nur noch Materialien kriegen. Ich würde mir gerade noch wünschen, dass man so Heiltränke nicht aufsammeln könnte, wenn man gerade volle Gesundheit hat. Dass die dann einfach liegen bleiben. Dass man die sich dann aufheben kann, für wenn man sie wirklich braucht. Weil den hat sich auch schon wieder eingesaugt, den habe ich gar nicht gebraucht. Und in einer Sekunde oder so hätte ich ihn vielleicht gebraucht, dann habe ich keinen mehr. Ist auch noch drauf. Du auch. Blöder Tacker. Au. Alter, der beißt heftig zu. Okay, da geht's weiter. Dann gönne ich mir mal den Dating-Raum. Zumindest zum einmal voll heilen. Sechs von acht. Mal schauen, ob wir das bis zum Ende schaffen. Ja, den Text hatten wir schon. Aha. So, sind wir geheilt. Also, wir haben noch ein Getränk. Unser Lebensbalken ist gerade voll und wir haben auch noch die Wiederbelebung in der Hinterhand. Hoffe einfach mal, dass wir noch ein bisschen Leben finden. Schauen wir mal, 7 von 8. Gib's aufs Maul, gib's mir ein Tape. Schauen wir mal in die Richtung. Ja, die Tacker, die hauen echt am meisten rein aktuell. Was den Schmerz angeht. So, Tape. Ist noch nicht vorbei leider, verdammt.
Ah, verdammt. Ich habe noch eine Wiederbelebung. Ich habe mich nicht umgedreht irgendwie zu dem Mistvieh. Jetzt schaffen können. Na gut, hier kriegen wir immerhin noch ein Getränk. Mal viel wert. Zwei Getränke haben wir, sehr gut. Ist noch nichts verloren. Es ist noch alles drin. Was ist denn hier passiert, dass irgendwas explodiert? Ich hebe es mir wieder auf. Geht's da unten zufällig schon in die nächste Ebene? Das fände ich ganz toll. Nicht ersichtlich jedenfalls. Ah, wir haben nochmal Heilung gekriegt, nehme ich auch gerne. Oben oder rechts? Oben oder rechts? Mach ich schon mal rechts. Das ist eigentlich gut, ich kann die von hier draußen, kann ich die verprügeln. Dann können die mich nämlich nicht hauen. Okay, das ist gut, so mache ich das. Haha, ihr seid so dumm. Vor allem, wenn hier die Tür gewesen wäre. Sehr schön. Volles Leben, ganz viel Geld und da geht's auch schon nach unten. Sehr geil. Und dann sind wir auf der letzten Ebene. Bin gespannt, was uns erwartet. Erstmal wieder das Gleiche. Wo ist denn diese Professorin, sag mal? Ist sie wirklich ganz am Ende? Muss ich mich da wirklich bis zum Boss oder was vorkämpfen? Muss das sein? Okay, bei denen ist Schnellkämpfen irgendwie ein bisschen besser. Ich habe noch eine Heilung. Au. Keine Heilung mehr. Verdammt. Kann hier irgendwo meine drin sein, bitte? Mist. Na gut, Kisten nehme ich auch. Äther, brauchen wir das? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste. Aber vielleicht dadurch, dass wir es jetzt schon auf Ebene 8 von 8 geschafft haben, können wir das nächste Mal, wenn wir hier reingehen, oh, das ist Heilung gut, uns gleich auf Ebene 8 teleportieren. Oder so, oder zumindest 7 oder 6 oder so. Seven seufzt. Bibliotheken wecken so ein Gefühl der, naja, nicht wirklich Reue, aber so ein trauriges Gefühl von wegen, was wenn? Ich wünschte, ich wäre jemand, der mehr Bücher liest. Ist das Reue? Ich weiß, Bücher bieten Wissen, Emotionen und so viele tolle Erlebnisse. Aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Was bedeutet, dass andere Sachen höhere Priorität haben? Ich schaue halt lieber fern. Früher hat mein Vater mir von den Büchern erzählt, die ihm gefallen haben. Aber das macht er schon seit Jahren nicht mehr. Weshalb ich mich nicht nur faul fühle, weil ich lieber fernsehe, sondern auch wie ein missratener Sohn. Och.
Seven verstummt, zuckt mit den Schultern und starrt auf sein Handy. Oh. Ey, der versteht das bestimmt. Yeah. Ja, das glaube ich auch. Was mich traurig macht, aber hey, so ist das Leben. Lass uns verschwinden, hm? Ich will ja nicht aus Versehen ein Feuer verursachen. Nein, das wollen wir beide nicht. Solche Dinge habe ich einfach in den nächsten Raum geprügelt. Beide auf einen Streich. Bisschen Heilung noch wieder, auch sehr schön. Au, blöder Kack-Tacker. Ja, diese Tacker, ne? Die machen mir echt am meisten zu schaffen. Von da drüben noch. Sehr gut. Aber hier ist leider nicht das Ende der Ebene. Unglücklicherweise. Aber Kiste nehme ich auch. Mit Nähmaschine. Wem schenke ich denn eine Nähmaschine? Aber zwei Heilungen wieder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie sieht's denn aus? Ja, da links müssen wir rüber. Woanders können wir nicht. In die Turnhalle. Der Ort meiner Albträume. Aber immerhin sind hier keine Tacker. Mit den anderen Sachen komme ich klar. Dank Seven. Ah, und danach geht's weiter? Da geht's noch weiter? Wir sind doch schon bei Semester 8 von 8. Mysteriös, aber schauen wir mal. Was passiert jetzt? Letzte Prüfung, okay. Das sagt mir also Bosskampf sozusagen. Du hörst ein leises Schluchzen. Go, run, save yourselves. The AI has gone completely mad and will destroy you and us all. Wie dramatisch. Auf dem Boden liegt eine Peitsche, die sehr cyberig aussieht und sehr cool ist. Sie wirkt sehr klein und abgenutzt. Nein. Wir retten dich. No, really. I'm totally doomed. Please just leave here. I don't mind. I'll find a way to escape eventually. Was hatten die auch für einen Akzent? Das kann ich gerade gar nicht einordnen. Verliere nicht die Hoffnung. Oh ja, bitte. Damn it, I guess I have to deal with this myself. Ugh. I said please and everything. Ugh. Das Outfit, ey. Ein bisschen übertrieben, aber cool. Die Tür geht you zu, can't natürlich. Even imagine how busy I am. And I told you over and over to go home. Home? I am Dr. Holmes, legendary hacker. World-leading AI researcher and one of the Forbes 5 under 5. Was die Untertitel nicht sagen, aber sehr schön. So just being here is a big honor for you. Remember that when the paramedics come. Kämpfen wir? Die Peitsche lacht. Sie scheint sich wirklich zu amüsieren. Yes.
Der erste Schritt besteht darin, deine vielen Schwächen zu analysieren. My bots will examine you more closely. Warum steht das jetzt da auf Englisch? Habt ihr euch euer Zeug nicht durchgelesen, bevor ihr es publiziert habt? Das ist jetzt auch schon ein paar Monate draußen. Das tut nur ganz kurz weh. Ach, die hat hier voll das Jetpack und alles. Wir müssen jetzt echt gegen sie kämpfen. Sie schiebt ihre Brille ans Ende ihrer Nase, drückt auf ein paar Knöpfe und dann scheint der Raum zum Leben zu erwachen. Oh Gott, ich habe Angst. Errungenschaft freigeschaltet, morally flexible. Initialisierung, da läuft irgendein Balken. Oh Gott, sie hat einfach Laser, aua. Hilfe? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Au, au. Ich weiß nicht, wie ich den Lasern ausweichen soll, vor allem. Ich kann irgendwie durch die durchrollen, habe ich gemerkt, aber... Okay, ich muss einfach nur gut timen. Ah, und sie kann ich auch hauen. Ich schätze, ich muss einfach nur die Initialisierung überleben, hoffe ich. Hau sie einfach mal weiter. Okay. Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen, aber die Daten sind schon interessant. Hm. Ihr seid zwar beide ängstliche Typen, aber zusammen seid ihr sehr harmonisch. Yeah. Ja, ja, mit komplizierten Worten kennst du dich aus. Das beeindruckt aber niemanden. Ja, ja, tu ruhig weiter so kalt. Typisch Zundere. Ich find's toll, mach weiter so. Grrr, wütend starren oder ist er nicht süß? Ja, ist er nicht süß. Du hast stark gedroht, das wirst du noch bereuen. Das ist nicht verlogen, sondern nur ein Fakt. Das Interessante an Fakten ist, dass sie sich im Laufe der Zeit verändern. What? Noch mehr Gelaber. Ich dachte, du hättest zu tun. Na los, ziehen wir es durch. Oh Gott, es geht noch weiter. Ich habe kein Leben mehr. Oh, ist das eine Herausforderung? Außerdem habe ich... oh Mann, Leute. Außerdem habe ich deine Nummer. Prozent Player Name. Ihr könnt nicht mal Player Name richtig schreiben. Und es dann nicht hinkriegen, dass das auch tatsächlich durch den Player Name ersetzt wird, was es wahrscheinlich nicht wurde, weil es nicht richtig geschrieben ist. Kann das gut sein? Dass ihr nur als Prozent Player Name ersetzen durch Namen gemacht habt und da habt ihr euch verschrieben und deswegen hat es nicht geklappt oder so? Ich weiß nicht genau, wie man hier Bug Reports macht, aber vielleicht sollte ich da mal einige einreichen in den letzten Folgen. Außerdem habe ich deine Nummer, hättest lieber kein öffentliches WLAN benutzen sollen. Ich hab ein VPN hier, ich habe keinen Sponsorship, aber ich habe ein VPN. Ja, natürlich nur, wenn du die nächste Phase der Analyse überlebst. Oh Gott. Ich überlebe hier nichts. Na los. Ich bin so tot. Okay, also jetzt kämpfe ich tatsächlich gegen sie. Und bin tot, ja. Du hast dich gut geschlagen, du liegst über dem Durchschnitt. Ja, ich weiß ja nicht. Bei mir ist das zwar immer noch eine 3, aber ich kann dir eine 3 plus geben, wenn du dich dann besser fühlst. Danke für deinen Beitrag zu meinem Projekt. Und jetzt geh und ruh dich aus. Okay. Eine 3. Aber habe ich sie jetzt freigeschaltet als Waffe oder muss ich hier nochmal runter und sie tatsächlich besiegen? Gottes Willen. Aber hey, wir haben sie gefunden immerhin. Stufe 28. Beschützer. Stufe 29. Lizenziert. Stufe 30. Held. Sehr schön. Heimgehen von der Uni.